Gib's mir, Doggy. Hä? Ach so, nein, ich meine nicht dich. Bruder, ich meine doch nicht dich. Da ist die Polizei. Gib's mir, Doggy. Gib's mir, Doggy. Bro, ich hab einen Helm auf. Wisst ihr denn, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir heute Motorrad fahren. Gib's mir, Doggy. Was macht denn der Ball hier drinnen? Bro, das ist gar nicht mein Ball. Kicken das jetzt einfach in eine andere Garage rein. Boah, was für Abgase, Digga. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft. Jo, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, oder? Ja. Ach du Scheiße, Mann. Junge, es fühlt sich einfach an, als ob wir 150 Grad hätten. Nach so einer Kälte, wie viel Grad haben wir, Bro? Mein Motorrad zeigt es, glaube ich, gar nicht an. Bro, das zeigt einfach gar nichts an. Ungelogen, nach diesen minus 10 Grad fühlen sich jetzt hier plus 10 Grad. Es fühlt sich einfach an wie Hochsommer, Bro. Junge, wieso habe ich überhaupt die Jacke an? Bro, what's poppin'? Ich habe gesehen, dass ein Würfel bestimmt, in welchem Gang ich anfahren soll. Hat sehr viele Daumen nach oben, sehr viele Klicks, sehr viele Kommentare. Euch hat es anscheinend sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was macht ihr hier auf meiner Seite? Geh mal schön auf deine Seite. Ich bin hier nicht mit einem Drecksgolf unterwegs. Ich bin mit einem Bike unterwegs. Ein bisschen Anstand muss man hier haben. Und heute machen wir das Ganze hier mit dem Drecksbike, Bro. Mit dem dreckigen Drecksbike. Pass auf, Fahrradfahrer. Junge, pass auf. Fahrradfahrer, pass auf. Gut. Die Leute sind vorsichtig. Gefällt mir. Ich bin echt gehypt. Bist du auch gehypt, Bro? Ich bin gehypt. Du bleibst schön da stehen. Da sitzt ja gar keiner drin. Was ist das? Was war denn das? Wieso ist da ein Auto? Steht einfach da so mitten auf der Straße. Hoch, guck mal den Bro an. 40 km/h unterwegs. Da müssen wir ein bisschen Respekt zollen jetzt hier an der Ampel. Du bist echt schnell unterwegs. Du bist 70 gefahren, Bro. Wie geht das mit einem... Ist das ein E-Bike? Das ist doch kein E-Bike. Wie hast du es geschafft, 70 km/h zu fahren? Bro, ich mach nur Spaß. Das waren aber 40, war trotzdem schnell. So, meine Chabos und Chayas, macht das wieder Spaß hier mit dem Motorrad, Junge! Ey, das macht echt krank Spaß. Wir müssen würfeln, aber das geht jetzt nicht ganz einfach so wie im Drecksgolf. Wir müssen stehen bleiben, das ist halt so. Würfel bestimmt, in welchem Gang ich anfahren muss. Und ich bin jetzt echt mal gespannt bei dem Bike hier. Ist ja hier 1000 Kubik, viel Newtonmeter, viel Leistung. Das muss eigentlich gehen. Eigentlich müsste man im sechsten Gang locker anfahren können. So, ich muss mal hier festhalten. Oh, vierter Gang. Jungs, seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Vierter Gang. Ja. Es geht los. Jetzt bin ich im zweiten. Jetzt bin ich im dritten. Vierten Gang. Okay, vierter Gang. What? Was? Das geht ja übertrieben locker. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen Gas gebe und mit der Kupplung spiele, das fühlt sich einfach an wie im ersten Gang. Die Kacke ist, ich habe keine Anzeige. Oh. Ey, Digga. Ich muss jetzt... Nein! Ne, was? Warte, ich fahr mal hier nach rechts. Bin ich im vierten Gang? Ich schwöre auf meine dreckigste Mülltonne, ich war gerade im vierten Gang. Ungelogen. Also, ich mach das jetzt nochmal. Guckt hier jetzt. Hier, der Beweis. Bro, der Beweis. Das war der zweite? Dritte, oder? Dritte? Vierte. So, vierter Gang. Oh, das ist grün. Ey, das geht ja locker. Bro, locker geht das. Diese Challenge hat ja gar keinen Sinn. So, bleiben wir mal hier stehen. Was geht? Juckt einfach keine Sau. Wo ist der Würfel? Der Würfel, Bro. Sechs wäre jetzt spannend. Ohne Scheiß. Normalerweise will ich nicht bei so einer Challenge eine 6 würfeln, aber jetzt wäre eine 6 sehr, sehr schmackhaft. Nee, komm. Bruder. Ja, ich habe eine 6 gewürfelt. Wer hätte das gedacht, dass ich jetzt hier sofort eine 6 würfel? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier im sechsten Gang losfahren kann. So, zweiter Gang. Dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang und geht nicht mal weiter hoch. Okay, wir testen das jetzt. Krank! Das ist krank, Bro. Alter, die Challenge macht gar keinen Sinn. Ich fahre hier gerade im sechsten Gang locker los wie mit meinem Golf im ersten. Ungelogen. Was hat dieses Bike überhaupt gegen? Hallo? Wow. Ist das eine GS? Bro, ist das eine GS? Ah, geil. Wohin? Wo? Okay, tschüss. Ich konnte dir keine Frage stellen. Yo, mach's gut, Bro. Ich muss eh hier nach geradeaus. Ja, tschüss. Nicht mal geblinkt, Bro. Nicht mal geblinkt.
Ja, Leute, die Challenge macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen, ja, ich würde sagen, wir labern jetzt so ein bisschen über irgendwelche Drecksthemen, die mir einfallen. Das erste Thema, was mir einfällt, Junge, diese Wap-Bap-Challenge letztes Mal. Dieses Format wird echt krank gefeiert. Und deswegen werden wir das weiter fortführen, dieses Format. Ich habe auch richtig Bock da drauf. Ich glaube, das nächste Lied wird Safe Doggy sein. Von Katja Doggy Style. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Was ich noch richtig geil fand, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einer reingeschallert hat, dass ich so eine Bluetooth-Box mitnehmen soll und das Ganze dann auf dem Bike machen soll. Junge, geile Idee, auf jeden Fall geile Idee. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Boah, ich hasse diese Ampel, die wird doch gleich safe wieder rot. Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Oh, 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 ganz gefährlich. Ganz gefährliche Sache hier. Bro, ganz, ganz gefährliche Sache. Immer aufpassen, wenn ihr auf dem Moped seid. Jetzt, wenn die Saison hier jetzt angefangen hat. Es gibt Menschen, die haben nur ein Auge im Kopf. Wenn überhaupt. Oh, Dose, 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 Bruder. Oh, was für gefährliche Dinge heute passieren. Was macht der denn da? Bro, was macht der denn da? Das ist auch gefährlich hier. Ich bleib mal lieber hinterm LKW. Man weiß ja nie. Stellt euch mal vor, ich wäre losgefahren. Da wäre einer mit 300 die Straße darunter gebrettert. Tot, Bruder, tot. Ah, da ist die Polizei. Die süße Polizei. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Big Doggy, Doggy, Doggy. Die gute alte Polizei, die mich nicht anhalten will. Was wir ganz vergessen haben. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Das haben wir ganz vergessen. Und ein Mülltonnenklatscher. Digga, ein Mülltonnenklatscher muss hier sein. Komm ich hier hoch. Oh, Digga. Oh, und. Bam! Habe ich das Auto berührt? Das wär's ja noch. Nee, nee, nee. Da war ich schon sehr, sehr vorsichtig. Was man hier an der Stelle noch sagen kann, da bin ich ja. Bro, was mache ich denn da? Wie dreckig ist denn das? Was geht, Bro? Was geht? Ich bin's. Ich bin's. Der Chabo. Yo. What's going on? Yo, hey, yo. Was man hier noch an der Stelle erwähnen sollte und kann und muss, dass wir einfach 4000 dreckige Chabonenten sind. Wir haben einfach die 4000 Abo-Marke geknackt. Same shit, different day, würde ich mal sagen. Was auch immer das heißen mag, aber das steht unten hier an diesem Drecksgolf. Schöner Drecksgolf. Das war übrigens der erste Drecksgolf. Direkt mal hier als Cabrio rausgeschallert von VW. Digga, vielleicht hole ich mir so einen irgendwann mal. Einfach so. Dann schallern wir hier im Cabriolet die Musik raus, Alter. Die laute Musik. Ho. Ey, wisst ihr was? Ich habe mir ein Megafon bestellt. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich habe das stärkste, lauteste Megafon bestellt, das ich gefunden habe. 120 fucking dB hat das Ding. Ich glaube, wir werden alles wegschallern damit. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Darf man hier überholen? Da ist, oh nee, da kommt noch eine Bahn. Da wäre ich hier schön mal gef***. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir. Junge, ich mach einfach, es ist schon dieses Video, ich brauch diesen Song gar nicht, fällt mir gerade ein. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Oh, kein Bock mehr auf die Bahn, was soll das? Digga, lass mich vorbei, lass mich vorbei. 15 km/h fährst du hier. Oh, scheiße, ich muss nach rechts, links, scheiße. Oh nein, rot, 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 wir sind über rot gefahren, scheiße, Digga. Oh, schnell wieder zurück hier, zurückrudern. Wer hat mir den Lappen gegeben? Ich Lappen. Gib's mir, Doggy. Wisst ihr eigentlich, dass ich nicht normal schalte? Ihr wisst ja, wie man normal schaltet. Normal schaltet man ja so. Ganz normal hier mit dem Fuß. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Ich, Bruder, ich behinderter Depp, schalte so mit der Hacke. So schalte ich hoch. Kein Motorradfahrer macht das. Aber das hat einen Grund, Junge. Das hat einen Grund, Junge. Fahr, Citroën-Fahrer. Junge, chill doch mal da hinten, Alter. Der Opi hat doch hier, ein alter Mann sitzt hier drin. Und der hupt da rum, als ob hier Formel 1 wäre, Digga. Ja, ich schalte mit der Hacke, Bruder. Ich bin echt Hacke. Der Grund, warum ich hier mit meiner Hacke schalte, ist ganz einfach der, dass ich von Geburt an eine dicke, fette Behinderung am Fuß habe. Am linker Fuß. Rechter Fuß ist auch behindert. Linker auch, genauso wie mein Kopf. Was für Fakten ich hier rausballer wieder. Ein privater Einblick in Chabos Drecksleben. Ja, linker Fuß ist behindert. Rechter Fuß auch zu behindert auf die Welt gekommen, wurde dann irgendwie repariert von den Ärzten, aber links haben die nicht so gut hinbekommen und ich kann meinen Fuß jetzt quasi nicht hier so nach oben machen und deswegen schalte ich mit meiner Dreckshacke. Ganz einfache Geschichte hier an der Stelle. Hier war noch nie Stau. Noch nie war hier Stau, Bro. Ich werde hier jetzt eh filtern. Filtern, miltern. Oh, das ist knapp, Bro. Boah, war das knapp. Geil, Alter. Richtig, bam, bam. Geiles Ding. Braucht man einen LKW-Führerschein? Ja, okay. Nun müssen wir mal einen LKW für. Danke.
Danke. Wir müssen einen LKW-Führerschein machen, locker. Digga, stellt euch mal vor, mit einem Traktor hier durch die Gegend zu fahren. Das wäre doch der größte Flex ever auf TubeU. Einfach einen eigenen Traktor zu besitzen und damit Traktor-Vlogs zu machen. Bro, ro, ro, ro. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Boah, wie das wegrutscht, wenn ich mit der Hinterradbremse bremse, Digga. Boah, wohin? Wohin, Bro? Gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Alles klar, Bro. Hä? Ach so, nein, 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 ich meine nicht dich. Bruder, ich meine doch nicht dich. Chill mal dein Leben, Alter. Was schreist du mich hier an von der Seite? Bro. Gib's mir Doggy. Ja, Leute, das war's jetzt. Ich hab keine Power mehr, Digga. Ich hab einfach keine Power. Mein ADHS ist fast schon leer. Auf 1%. Ich muss zu Hause schlafen gehen, aufladen, ein bisschen mit meinem After quatschen und dann geht's schon wieder. Ich wünsche euch keine gute Nacht und denkt dran. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy.